Aufzeichnen, jawohl, Aufzeichnung läuft. Und da möchte ich den Livestream verlassen, den brauchen wir nicht. Den müssen wir noch Livestream beenden. Livestream anhalten, genau, den brauchen wir nicht. So, jetzt geht's los. Hallo Michel, das freut mich besonders, sage ich mal, an diesem schönen Freitagabend. Ja, wunderbare Gäste für dich begrüßen zu dürfen. Und zwar live aus Wien. Und wir haben uns ja schon öfter miteinander getroffen. Du warst schon in einem meiner Filme mit drin, in Sehr Sensitive und Schamanin und auch in meiner Sendung Timeless. Hast du hier Einblicke gewähren können in deine Arbeit. Und für die Zuseher, die dich noch nicht kennen, du bist schon oder erst seit kurzem in Rente. Du bist Akademikerin, hast ja, erst Medizin studiert, Allgemeinmedizin und dann auch noch Kunst. Und das Interessante bei dir ist das, dass wir hier nicht mit irgendjemandem so jetzt mehr reden, der sich in der Medizin oder in diesen Dingen nicht auskennt, sondern ganz im Gegenteil, wollen wir heute zwei Dinge besprechen. Einmal, du hast mittlerweile, glaube ich, schon 10 Bücher geschrieben. Und 40. wie viel? 40. 40! Ja, wow! Da bin ich gar nicht richtig informiert, das ist ja sensationell. 40 Bücher, aber ich habe nur davon, glaube ich, drei gelesen. Eins davon werden wir heute noch mal kurz besprechen, denn da geht es da um deinen Vater, der dir dieses Buch sozusagen aus dem Jenseits diktiert hat, jenseits der Regenbogenbrücke. Und das wollen wir besprechen, wie das abgelaufen ist. Und das zweite werden wir noch mal kurz ansprechen, aber da machen wir noch mal eine extra Sendung auch dazu. Du bist ja in Verbindung mit einer nichtmenschlichen Intelligenz, ich glaube, die nennen sich Eron. Und auch das ist eine ganz spannende Geschichte, wie man dazu kommt, dass man ja mit jemandem spricht, den sie in unserer Welt theoretisch natürlich in der Medizin und in der Wissenschaft gar nicht gibt oder geben dürfte. So, Michelle, also herzlich willkommen nochmal. Ja, schön, dass wir uns wieder sehen, wenn auch nur virtuell, aber ich freue mich sehr. Ja. Dein Vater ist ja an Demenz erkrankt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Er war schon im Abbau, also nicht wirklich ganz dement, aber er war im geistigen Abbau. Genau, und du hast ihn, glaube ich, auch gepflegt oder er war bei dir zu Hause? Na, er war im eigenen Apartment, aber ich habe mich sehr um ihn gekümmert und war für ihn da. Er war an sich selbstständig noch, also ganz, ganz toll. Aber gegen Ende zu war dann schon ein bisschen schwierig. Als Medizinerin weiß man natürlich, was auf einen zukommt. Umso verwunderlicher ist, dass man dann hinterher, und das wünschen sich, glaube ich, sehr viele Menschen, ja, wieder eine Botschaft bekommt. Gibt es denn tatsächlich ein Leben nach dem Tod? Wie geht es ihm denn jetzt? Kann ich denn mit ihm sprechen, etc.? Und kannst du uns einmal die Geschichte erzählen? Wie bist du denn zu diesem Kontakt gekommen, dass er sich eher nach dem Tod bei dir gemeldet hat? Also er hat dieses Buch während seines Übergangs über die Regenbogenbrücke in meinem Feld, in meiner Matrix deponiert. Aber ich habe ungefähr ein Jahr gebraucht, um aus meinem Leid, aus meiner Trauer herauszufinden und empfänglich zu werden. Also wir können uns das so vorstellen wie ein Radiogerät, wenn das nicht eingeschalten ist, dann kann das keine Sendung empfangen. Und erst ungefähr ein Jahr nach seinem Tod war mir dann wichtig, mal diesen Dialog der Hände mit ihm zu machen. Und so schnell habe ich gar nicht schon ein Buch draus geworden. Also das war nach den ersten Sätzen eigentlich schon klar, steht glaube ich eher drinnen. Also das wird ein Buch, das wird sein Buch. Und ich kann mich erinnern, es war so, ich war einmal mit ihm bei einer weisen Frau und die hat gesagt, er soll ein Buch schreiben. Und ich habe dann versucht, einen Historiker ausfindig zu machen, der sein Buch schreibt, weil er war also ein Kriegsheimkehrer, schwer psychisch geschädigt und hat also er würde jetzt auch oder ist jetzt auch ziemlich stark in diesen Jubiläumszeiten. War er sehr stark involviert in das Ganze und ich habe gedacht, das ist sein Buch. Und im Endeffekt war aber das Buch, das quasi durch mich geschrieben hat, aber eben nicht zeitlich ein Jahr nach seinem Tod, sondern im Übergang
hat er dieses Buch quasi in meinem Feld deponiert und ich habe es dann heruntergeladen. So funktioniert das. Und ich finde diese Möglichkeit des Kontakts mit lieben Verstorbenen so wichtig, weil das jeder kann im Grunde. Und ich finde es schön, wenn man zu Medien geht, wenn man den Zugang hat dazu. Aber ich finde es fast noch schöner, wenn man das selber kann. Also ich bin immer für Eigenverantwortung. Und eines der ersten Worte, das meine Tochter gesprochen hat, war selber. Ja, also wir sind so Selbermacherinnen. Und das ist wirklich etwas, was jeder kann. Also dieser Dialog der Hände ist eine großartige Technik, weil er uns einfach, und da kommt die Medizinerin herein, weil er uns quasi die Möglichkeit gibt, Zugang zu unserer rechten, nicht logischen, ganzheitlich wahrnehmenden Gehirnhälfte Zugang zu finden. Und über die sind wir an dem Hyperraum, wie es die Quantenphysiker nennen, oder das Nullpunktfeld oder die geistige Welt, das wurscht, das ist alles eins, haben wir Zugang. Ja? Weil wir eben diesen inneren Kritiker und den Kontrolleur der Hälfte ausschalten. Da muss ich jetzt und mal, das ist ein, ja? Ich will jetzt, muss ich mal kurz dazwischen fragen. Fahrt mal kurz das Buch ein, damit man mal sieht, wie das aussieht. Wir haben hier Seelen jenseits der Regenbogenbrücke, Sterben ins Glück, aus der Demenz in das Leben und nach dem Tod. Kann man ja bei dir besorgen oder auf Amazon etc. im Buchhandel bestellen. Aber natürlich auch die Zuseher interessieren, ja, du sagst, der hat es deponiert in deinem, ja, in deinem Feld, in deinem, ja, Empfangsgerät, sage ich jetzt mal, vom Körper. Hast du da eine Stimme gehört, sagst du, pass auf, ich habe bei dir ein Buch deponiert, oder wie bist du plötzlich zu diesem, oder du hast plötzlich begonnen, automatisch zu schreiben, ohne Ursache, oder wie kommt denn der Impuls, dass du gesagt hast, okay, ich weiß jetzt, dass hier mein Vater ein Buch deponiert hat? Der Impuls war der, also den Dialog der Hände kannte ich seit vielen Jahren schon und mache ihn mit vielen verschiedenen Möglichkeiten und den unterschiedlichsten Gegenübers, aber es war einfach so, dass ich, nachdem ich endlich Frieden gefunden habe mit dieser Tatsache, dass er gestorben ist, ich habe Schuldgefühle gehabt ihm gegenüber. Das resultiert wieder aus meiner Alleingeburt. Also ich bin alleingeborener Zwilling, er auch, hat sich dann herausgestellt. Und ich habe sehr viel für ihn getan, aber man kann immer noch mehr tun. Und diese Schuldgefühle haben mich gequält. Und ich wollte einfach mit ihm Frieden schließen und habe eben den Dialog der Hände begonnen. Also ich habe ihm mit der rechten Hand einen Brief geschrieben, habe ihm alles geschrieben, von der Seele geschrieben, was mich belastet hat, und habe ihm dann meine linke Hand geliehen. Und er hat dann geschrieben, also eben mich getröstet, dass die Schuldgefühle sinnlos sind. Und innerhalb kürzester Zeit war klar, das wird ein Buch, das wird sein Buch. Aber es war eben nicht so, dass er quasi von der Zeit, lineare Zeit gibt es ja nicht. Das können wir uns nicht wirklich vorstellen, aber es ist einfach so. Und ich habe gedacht, dass er im Moment, während ich schreibe, quasi durch mich schreibt. Aber es hat sich dann herausgestellt, er beschreibt ja diesen Übergang über die Regenbogenbrücke so fantastisch, weil da passiert ja viel mehr, als wir bisher wissen. Also ich habe viele Bücher schon gelesen darüber und da sind viele Dinge gar nicht erwähnt, aber unter anderem eben dieses sein Buch deponiert in dieses Feld. Wir denken ja nicht wirklich mit dem Hirn oder zumindest nicht nur mit dem Hirn. Und da ist ein Feld, kann man auch sagen, Matrix, wie auch immer. Ja. Und da hat er diesen Wissenskomplex, diese Information quasi deponiert. Und ich konnte es aber erst eben über den Dialog der Hände, im Schreiben mit der linken Hand, empfangen, als ich quasi in Resonanz auch zu meiner Seele war. Weil wenn wir in sehr negativen Emotionen schwingen, in Wut, in Hass, in Trauer eben auch, dann sind wir nicht auf Ego-Ebene nicht in Resonanz mit unserer Seele. Und über unsere Seele finden wir auch Zugang zum, ja, sagen wir, Jenseits. In Wahrheit ist das ja alles da. Weil wie du mich begrüßt hast, habe ich schmunzeln müssen. In Wahrheit bin ich ja nicht allein da. Also da ist ja ganzer Hofstaat ist da mit mir. Und das ist eben etwas, was im Grunde jeder kann. Ich habe das in vielen Seminaren auch weitergegeben, diese Technik.
und habe die tollsten Erlebnisse berichtet gekriegt auch. Ja, es war zum Beispiel in einem Seminar, war eine Frau, die hat, da ging es um das Thema Vergebung und sie hat fürchterlich geweint, weil sie erzählt hat, sie kann sich etwas nicht vergeben und der andere Mensch ist schon tot, das kann es auch nicht wieder gut machen. Und ihr habe empfohlen, den Dialog der Hände zu machen. Und sie hat das gemacht und am nächsten Tag kam sie zum Seminar, es war ein zweitägiges Seminar, strahlend und 10 Jahre verjüngt und hat mir in der Pause erzählt, sie hat das gemacht und sie hat quasi Absolution unter Anführungszeichen bekommen. Also ihr Vater, um den ging es, hat ihr erklärt, dass da gar nichts wieder gut zu machen ist. Und das war erstaunlich, das haben die anderen, ich habe auch gefragt, ob den anderen irgendwas auffällt an ihr. Die war total verändert, diese Frau. Und das bringt wirklich Frieden, abgesehen davon, dass es uns dann ja quasi wahrnehmbar macht, dass die ja nicht weg sind, sondern da sind. Ja? Aber auch was sie uns sagen, also nicht nur, dass sie mit uns kommunizieren, sondern was sie uns sagen, ist oft so unheimlich, es ist herzberührend und es ist oft so befriedend. Also für mich war es sehr befriedend, weil er mir eben erklärt hat, ich brauche keine Schuldgefühle haben, weil ich ihm, es war zum Beispiel so, ich habe mir am Schluss ein bisschen schwer getan, ihn zu umarmen. Ja? Da war irgendwo eine Blockade und er hat gesagt, du hast mich doch im Geist deiner Seele umarmt. Ja? Und das ist etwas, was ich nicht schreiben hätte können. Ja? Es war ja oft so, also wie das Buch dann nach und nach entstanden ist, haben wir oft gedacht, also wer schreibt da jetzt wirklich? Ja? Und er hat aber Dinge geschrieben, die ich nicht wissen konnte. Also zum Beispiel, wenn man über Regenbogenbrücke geht, weiß man ja, das erzählen andere auch, dass wir einen Rückblick auf unser Leben haben. Ja? Aber er hat nicht nur einen Rückblick auf sein faktisches Leben gehabt, sondern auf alle wichtigen möglichen Leben. Wir treffen ja immer wieder Entscheidungen. Ja? Also er hätte zum Beispiel nach Deutschland gehen können, beruflich, er war Architekt und hätte einen Auftrag in Deutschland gehabt. Er hätte Entwicklungshilfe nach Afrika gehen können. Aber er hat sich entschieden, zu seiner Familie, also speziell zu mir, zurückzukehren. Aber die anderen Möglichkeiten, diese anderen potenziellen Leben, die parallelen Realitätsebenen, wie die Quantenphysiker sagen, haben ja auch Realitätswert. Ja? Und die hat er genauso, die wichtigen Punkte, im Augenblick des Übergangs über die Regenbogenbrücke, er ist ja quasi, er ist hingefallen, er lag dann am Boden, wie wir ihn gefunden haben, aber im Fallen ist er abgezischt quasi. Ja? Also als wir unten angekommen sind, war er schon weg. Und in diesen wenigen Augenblicken des Umfallens ist so viel passiert, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen, was alles, beschreibt er im Buch alles. Ja? Eben unter anderem diese mehreren Leben. Ja? Michelle, jetzt müssen wir nochmal kurz zusammenfassen, da vielleicht auch für die Zuseher nochmal, der Dialog der Hände beschreibt es also nochmal, dass du sagst, wenn jemand normal Rechtshänder ist, dann schreibt er mit rechts, sag jetzt mal, ja, irgendeinen Abschiedsbrief oder noch eine Frage an den Verstorbenen oder was auch immer. Und mit der linken Hand hält er auch einen Stift und wartet dann, was passiert. Und dann beginnt, sage ich jetzt, mit der Hand und die Stift, sage ich mir, natürlich nicht so sauber, wie man es mit der rechten Hand hat, aber auf der linken Seite auch zu schreiben. Und das Überraschende dabei ist, dass das, was hier geschrieben wird, auch wenn es am Anfang muss man ein bisschen üben, damit es ein besser lesbar wird, ist praktisch die Antwort auf die Frage, die man rechts stellt. Also das ist das über das linke und rechte Gehirn. Genau. Weil die Bahnen im Hals gekreuzt sind. Ja? Also ich habe mit der rechten Hand Zugang zur linken, logisch-analytischen Gehirnhälfte und mit der linken Hand Zugang zur rechten, ganzheitlich wahrnehmenden, mit dem Hyperraum verbundenen rechten Gehirnhälfte. Ja? Das heißt praktisch, das ist das, was der Sigmund Freud und C.G. Jung gesagt haben, das Unterbewusstsein, das kollektive Unterbewusstsein, das wir als Lichtkörper oder als Seele oder was auch immer Astralkörper bezeichnet, das heißt, das ist praktisch dieser Datenspeicher, der mit dem komplett großen Datenspeicher, sage ich mal, angebunden ist. Und dann kann man hier Informationen ablagern oder Informationen auslesen. Und dein Vater hat praktisch während des, sage ich mal, Sterbeprozesses, diesen paar Sekunden, wo er, sage ich mal, in unserer Zeit umgefallen ist, sage ich jetzt mal, praktisch dieses Buch gedacht und das hat er praktisch bei dir in dieser Datenbank abgespeichert diesmal. Aber das ist natürlich schon ein Trost, wenn Menschen sagen, okay, jetzt habe ich eine Möglichkeit, mit meinem Verstorbenen tatsächlich Kontakt aufzunehmen. Entweder mit der rechten Hand eine Frage schreiben, warten, was auf der linken Hand passiert. Gibt es denn welche, du hast ja hier Seminare gegeben, gibt es denn hier auch Menschen, die das nicht können oder glaubt, die sind in der Regel immer? Also es gibt Menschen, bei denen es nicht klappt, weil sie einfach zu sehr blockieren.
wobei interessanterweise blockieren vor allem die, die unbedingt wollen, ja, also die sich selber unter Druck setzen, die so ganz kritisch sind und mich so anschauen mit so einem sehr ironischen, zynischen Blick, da funktioniert es oft wie geschmiert, ja, weil sich die nicht blockieren. Man kann, es gibt jetzt ein neues Buch, das rauskommt zu diesem Thema auch. Und da gibt's Vorbereitungsübungen, die man sich einstimmen kann. Also zum Beispiel, wenn man unter Stress steht, funktioniert's sicher nicht, weil da ist die gesamte Gehirnrinde ausgeschaltet, ja? Also wir müssen im Homo sapiens sapiens Modus sein, dass also die Hirnrinde, die höheren mentalen Zentren eingeschaltet sind. Dazu gibt's verschiedene Übungen, wie man das eben einschaltet. Dann eine sehr schöne Übung ist auch die Liebesbrücke, ja? Wir können uns zum Beispiel vorstellen, dass wir einen Verstorbenen, den wir quasi als Bild vor uns sehen, dass wir von unserem Herzen so eine Art Regenbogenbrücke hinüberspannen, also unsere Liebe hinüberschicken. Und in dem Moment, das ist eine Übung, die mein Vater mir auch in dem Buch gegeben hat, in dem Moment, wie wir überhaupt die Absicht setzen, kommt automatisch von drüben schon diese Liebe zurück. Und das ist zum Beispiel eine sehr wunderschöne Übung in der Früh. Also gerade wenn man einen lieben Menschen verloren hat, das tut ja weh, da ist Schmerz da. Aber allein diese Liebesbrücke hinüberschicken und innerhalb von Bruchteilen von Sekunden spüren, wie dieses so richtig so wusch. Also es gibt ja, wenn man einen Regenbogen sieht, am Himmel ist immer so, da ist ein starker und daneben ein schwacher. Es gibt immer zwei Regenbögen, das ist, gibt so eine physische Erklärung dafür. Ja? Und ich stelle mir dann immer vor, dass meine Liebe so der kleine, zarte Regenbogen ist und dass dieser große, starke Regenbogen ist das, was von drüben herüberkommt. Ja? Und in dem Moment, wo man das spürt, ist sofort Trost da. Das war in der Zeit, nachdem er mir diese Übung gegeben hat, unendlich wohltuend. In der Früh war das Erste, ich habe mir einfach ihm geöffnet. Ja? Zwischenfrage, wie kommt denn eine ausgebildete Medizinerin dazu, sage ich jetzt mal, mit einer nicht greifbaren Seite zu sprechen? Hat das einen bestimmten Auslöser gehabt? War das der Auslöser mit dem Tod des Vaters? Oder hast du vorher schon gesagt, ich denke, die Medizin weiß nicht alles und es gibt offensichtlich mehr, als wir, sage ich jetzt mal, mit unserem irdischen Verstand begreifen können? Also es gab natürlich... Also ich bin sicher, obwohl ich nie dran geglaubt habe, medial veranlagt, weil ich alleingeborener Zwilling eigentlich Drilling bin. Das heißt, wir, die wir Mehrlinge verloren haben, ich war immer ein sehr linkshirniger. Ich muss das nochmal wiederholen, das muss ich rausschneiden. Da war jetzt gerade ein schwarzer Bildschirm und da habe ich den nicht gehört. Aber jetzt geht's wieder. Ja, also ich bin an sich, bin ich medial veranlagt, was ich aber nie wahrhaben wollte, weil ich ja sehr linkshirnig immer orientiert war, also so die Linksintellektuelle. Ja? Also für mich war nie nachvollziehbar, dass ich einmal ein Medium wäre. Aber als alleingeborener Zwilling bin ich von vornherein auf drüben getunt. Und nachdem ich als Ärztin in einem psychiatrischen Krankenhaus gearbeitet habe, ich habe ja dann aufgehört mit der Medizin, bin zur Kunst zurückgekehrt und habe in der Zeit auch eine Schamanenausbildung gemacht. Und da haben wir Trancen gemacht. Und das waren Schamanen draußen mit der Rassel. Also das war die Felicitas Goodman, die hat uns in bestimmte Positionen versetzt, die sie weltweit gefunden hat. Das sind so archetypische Haltungen, Körperhaltungen. Und wir haben dann, sie hat gerasselt und wir sind in Trance gegangen. Und nach diesem Workshop war ich so begeistert, was mir da meine rechte Gehirnhälfte an tollen Visionen schenkt, dass ich weiter Trancen machen wollte. Und mir hat das aber mit der Rassel, ich habe sie zwar aufgenommen, ich habe Bänder mit 10 Minuten jeweils, und das hat mir aber gestört, weil erstens einmal konnte ich nicht bestimmen, wie lange ich visioniere. Ich habe also sehr üppige Visionen gehabt, das hat meistens länger gedauert. Und zweitens waren die dann verloren. Das ist so wie Träume, wenn man die nicht niederschreibt, sind die weg. Also habe ich eine Möglichkeit gesucht, meine Trancen auch festzuhalten, und da habe ich die Tattva-Trancen gefunden. Das sind indisch-schwedische, das sind Farbkarten für die 5 Elemente, und die starrt man an, dann schließt man die Augen und geht durch das Komplementärbild durch. Und da habe ich währenddessen, ich die Visionen gehabt habe, die habe ich auf Band gesprochen.
Und das habe ich ungefähr ein Jahr lang gemacht. Und dann kam eine Ausstellung, für die ich Bilder benennen sollte. Und bei einem der Bilder kam auf einmal der Name Aaron. Ja, ist ein schönes Wort. Und haben aber nichts gedacht dabei. Und dann war eine Vision, wo ich als Vogel fliege und neben mir fliegt ein zweiter Vogel, ein großer, der große schwarze Vogel. So hat sich der Aaron das erste Mal gezeigt. Er hat verschiedene Gestalten eingenommen. Und fliegt neben mir und sagt, ich bin der. Und ein Jahr lang habe ich gebraucht, um das überhaupt akzeptieren zu können, weil ich war ja vorher Ärztin an einer psychiatrischen Klinik. Ich habe mir gedacht, ich bin einfach verrückt geworden, ja? Weil das, was meine Patienten, Patientinnen mir berichtet haben, habe ich auf einmal selber erlebt. Und Aaron, der ist ja nicht der, ist auch keine die, auch kein das, ich sage halt Aaron dazu, hat ein Jahr lang mich quasi mit Liebe überzeugt. Das ist eine Venus-assoziierte Wesenheit. Und die Botschaft, die hinter allem steht, was er weitergibt, ich habe tausende Seiten von Textmaterial, weil ich eben in Trance das immer auf Band gesprochen habe, aber auch die Bilder sind ja, entstehen ja auch in Trance. Und die Hauptbotschaft, wenn man so, kann man auf ein Wort reduzieren, ist Liebe. Ja, weil wir sind in Wahrheit von unserem Ursprung her, wir sind ja ein Teil der Quelle und als hellstrahlendes, liebevolles, göttliches Lichtwesen, das eine materielle Erfahrung macht, sind wir von der Substanz her Liebe. Und all die Visionen, die er mir geschenkt hat, das sind vom Inhalt her ist manches ähnlich den Seed-Botschaften, aber auch den Botschaften von Abraham, die über Esther und Jerry Hicks gechannelt werden. Aber der Aaron hat, anders als der Seth war immer für mich so ernst. Und der Aaron ist ein unheimlicher Clown, er hat unheimlich Humor. Und er hat mir dann erklärt, er hat das haben müssen, weil sonst hätte er mich nie quasi ins Boot geholt. Also ich wäre nie eingegangen auf dieses Spiel. Und nach einem Jahr war ich dann so weit, dass ich mir gedacht habe, okay, das ist wahr. Ja? Also ich bin offensichtlich Medium. Aber mit meinem Vater war es ja anders, denn der Aaron spricht ja durch mich in Trance und ich nehme das auf Band auf. Mit meinem Vater war es der Dialog der Hände und da wusste ich ja schon, dass diese Technik funktioniert. Ja? Und da ist also die Hirnphysiologie, das ist ja ein Spezialgebiet, Hirnphysiologie und Bewusstseinsforschung. Und das war einfach der Versuch, mit ihm Frieden zu finden. Diese Technik ist ja vor allem dann so wichtig, wenn jemand zum Beispiel gewaltsam umgekommen ist. Ja? Also zum Beispiel mein erster Mann ist beim Fenster rausgesprungen, ja? Hat sich also selbst getötet. Ja? Oder wenn man nicht mehr Abschied nehmen kann, wenn jemand weggeht, sich nicht richtig verabschiedet und hat einen Unfall. Ja? Das sind so viele Schuldgefühle dann und die kann man wirklich erlösen mit diesem Dialog. Ja, und weil du gesagt hast, kann das jeder? Können das jeder? Die Frage ist, wie sehr man blockiert. Und ich sage denen, wo es nicht funktioniert, trink ein Glas an Alkohol, wenn es die Leber erlaubt. Ja, genau. Es ist wahrscheinlich auch der Grund, weil wir in einem ganz anderen Weltbild momentan aufgewachsen sind, in diesem ja, materialistischen, du hast ja deine Ausbildung hinter dir, du hast ja noch viel mehr gelernt, warum manche Dinge nicht möglich sind. Da werden ja ein Ärzte natürlich auch konditioniert in dieses Weltbild und umso interessanter ist das, wenn man sich dann trotzdem sagen wir, hier öffnen kann und sagen, okay, ich bekomme die Informationen, die sind nicht weder von mir noch von uns nur, sondern die kommen tatsächlich von irgendwelchen ja, Wesenheiten, die nicht hier inkarniert sind. Ich möchte mal kurz dein Bild nochmal einblenden oder dein Buch einblenden, das Neue. Das haben wir hier, Bewusstsein erweitern. Genau, das ist das Neue, der Dialog der Hände jetzt, das Neue herausgekommen. Genau, das ist das Neue, eben zum Dialog der Hände, der Blick in deine Seele, wie dir die natürliche Bewusstseinserweiterung im Dialog mit der Hände alles verrät, was du wissen willst und du lernst, deine Seele zu verstehen. Ja, das ist natürlich schon sehr spannend. Da beschreibst du da drin, wie das genau funktioniert, wie man die Technik, wie man da das Ganze übt und so weiter. Klar, dieses Wissen, das wir hier da so ja, propagieren, klar, das wird noch Jahrzehnte, vielleicht noch länger dauern, bis das, sage ich mal, allgemein gut wird, bis man das
anerkannt, sage ich jetzt mal, auch in der Wissenschaft, in der Medizin und in der Neurologie und Psychologie. Ja, die klinische Psychologie kennt ja natürlich auch Menschen mit Stimmen im Kopf, die kennen auch diese Kommunikation, aber die kriegen halt auch Medikamente und werden weggesperrt, nicht? Im schlimmsten Falle. Keiner sagt, okay, lass mich auch mal mit ihm sprechen, weil vielleicht hat er interessante Informationen für mich. Wir nehmen ja die Informationen nicht auf. Mhm. Ist denn dein Vater, um den zurückzukommen, also du hast dann dieses Buch, das du in deinem Feld gehabt hast, niedergeschrieben und du warst praktisch, wenn ich das so erinnern kann, praktisch von jeder Seite neu überrascht, was hier an Wissen transportiert worden ist, oder? Ja, also speziell, was alles passiert in diesem Sterbeprozess. Und ich weiß natürlich nicht, ob das bei allen Menschen so ist, weil zum Beispiel, es gibt ja Berichte, wo Menschen dann in irgendeinem Zwischenreich hängen. Ich muss sagen, ehrlicherweise kann ich mir das nicht wirklich vorstellen, aber vielleicht gibt es welche. Also mein Vater ist sicher nicht, sondern der ist rübergezischt und da war nur Licht und eben Liebe und in einer Sinnlichkeit, in einer Mehrsinnlichkeit, ja, die einfach, wo auch mir die Worte versagt haben, weil er hat es ja quasi in mein Hirn, also in meine Worte übersetzt, diese Bilder, ja, also diese Informationen, die er da runtergeladen hat. Natürlich, ich versuche dann in Worte zu fassen und ich meine, Gott sei Dank bin ich eloquent und habe einen recht breiten Wortschatz, aber auch da haben mir oft die Worte versagt und es war dann so lieb, er hat dann zwischendurch immer wieder gemerkt, dass ich schon müde wäre, weil ich einfach total überfordert war. Auf der anderen Seite so fasziniert von diesen Beschreibungen, also ich muss sagen, ich freue mich wie ein kleines Kind auf drüben, ja. Wieder der Sterbeprozess, das weiß ich noch nicht, ob ich da Lust habe drauf, aber auf drüben, also ich habe überhaupt keine Angst mehr, das ist einfach ein Faszinosum und das beschreibt er auch so. Er war ein sehr, bis zum Ende ein sehr interessierter, sehr neugieriger, aber im besten Sinn des Wortes Mensch und er beschreibt so, also dieses so wie ein Kind, so ein staunendes, ja, diese zum Beispiel auch die Kommunikation, ist natürlich nicht Kommunikation in Worten, sondern energetische Kommunikation, eine Lichtspiel-Farb-Kommunikation, ja, kann ich nicht beschreiben mit meinen Worten, ja. Also das war für mich wirklich faszinierend und hat mich auch dann bestätigt, weil ich mir zwischendurch auch gedacht habe, ich bin ein sehr zweifelnder, vor allem an mir zweifelnder Mensch. Und die haben oft gedacht, ja, also das erfinde ich, hätte ich nicht können, ja, unmöglich. Zum Beispiel auch, wie er die Demenz beschreibt, ja, dass, also in der Demenz ist es so, dass die Sukzessivität der Zeit in Simultaneität übergeht. Also der hat seine Aufmerksamkeit, das ist eben auch rechtshirnig, ja. Die linke Gehirnhälfte kann sich nur auf eine Sache nach der anderen fokussieren, ja. Sukzessive, also nacheinander. Und die rechte Gehirnhälfte ist ganzheitlich wahrnehmend. Und offensichtlich war er auf der linken Seite im Hirn schon ziemlich abgebaut. Also da war ziemlich, das lag an Durchblutungsstörungen, er war ein blitzgescheiter, hochintelligenter, interessierter Mensch. Es war für mich auch schwierig, weil man gedacht hat, wieso kann dieser Mensch so abbauen geistig, ja? Aber ich gesagt, das war wichtig, weil er in dieser Zeit wirklich in der rechten Gehirnhälfte war und er war aufgeteilt. Er war ein Teil, hat er hier behalten von seiner Aufmerksamkeit, um seinen Alltag zu managen. Aber der Rest war meistens schon drüben, ja. Also er hat ja auch drüben mit seinen Lieben, mit seinem Vater und mit seiner Mutter auch und mit seinen ganzen Frauen. Da gab es also längst schon die Kontakte, ja. Aber zwischendurch ist, also wenn ich ihn besuchen gekommen bin, dann hat er mir einen Teil seiner Aufmerksamkeit geschenkt. Aber eben diese Simultaneität, das ist so faszinierend. Das können wir uns ja nicht vorstellen. Wir sind ja so an diese Linearität der Zeit gebunden, ja, und gestresst davon. Er hat auch viel weniger Stress gehabt, ja. Wie ist denn das zur Zeit? Meldet sich immer noch oder war das nur einmal dieses Buch absenden an dich und dann war der Kontakt vorbei? Oder hast du immer noch irgendwelche anderen Kontakte zu ihm? Er ist jederzeit da. Also ich kann ihn jederzeit mit einem Aspekt, ja, mit einem Aspekt. Es ist ja zum Beispiel so, weil es gibt Menschen, die sagen, naja, ich kann den Erzengel Michael nicht rufen, weil das, was ich mir wünsche, das ist zu klein und der hat keine Zeit für mich. Da kann man Schwachsinn. Wir sind multidimensionale Wesen.
Und so wie wir ja auch auf parallelen Ebenen sind. Ja? Zum Beispiel, ich habe früher halt gesagt, ich mache Rückführungen. Heute sage ich Hinüberführungen, weil wir ja neben diesem jetzigen Leben, du als Nepomuk, ich als Michelle, da gibt es parallele Selbste. Das ist zum Beispiel, wenn ich mit der Quantenwelle spiele, dann können wir Verbindung aufnehmen zu denen und können uns Ressourcen herüberholen. Ja? Also ich kann ihn jederzeit andocken und zwischendurch war es auch so, das war so lustig, er hat Pfeife geraucht, er hat das geliebt. Mhm. Und plötzlich war Pfeifenrauch, also so, aber dieser frische Tabak, nicht der Schmotschka, der grausliche, sondern dieser frische Tabakgeruch. Und ich habe gedacht, was ist los, spinne ich jetzt? Ja? Aber hat meine Tochter auch gerochen, die sehr, sehr kritisch ist. Ja? Oder es, ich denke an ihn und drehe das Radio auf und es kommt genau die Lieblingsmusik, die wir gemeinsam gehabt haben. Ja? Also da geht mir immer das Herz, es reißt immer auf. Ja? Diese Liebe da ist. Also er macht sich auch bemerkbar. Ja? Ich glaube, das sind diese Synchronizitäten, von denen Zig Jung gesprochen hat, die dieses Parallele, ich sage jetzt mal, ein bisschen aufzeigt. Ne? Genau. Ja, Michelle, das ist natürlich schon faszinierend. Wir müssen wir da, ja, oder so, dürfen wir, können wir, weil viele, viele Menschen sagen, ja, wie kann man denn mit meinen Verstorbenen Kontakt aufnehmen? Da gibt es ja, wie gesagt, viele, viele Möglichkeiten im Kristallomantie mit diesem Blick hinter den Spiegel oder du gehst zu einem Medium oder du machst eben Transkommunikation und machst Sprechfunken Verstorbenen. Ich hatte vor kurzem eben ein Interview mit dem Dr. Gerd Schwarz von der Arizona-Universität, die ja jetzt sagen, okay, wir haben auch jetzt technisch bewiesen, dass man mit dem, ja, was auch immer, jenseits, wenn man das bezeichnen, kommunizieren kann. Es muss ja technische Evolution hier passieren, dass man dann eben, er nennt es auch Soulphone, hier dann tatsächlich da drüben anrufen können, wie auch immer. Also ist ja faszinierend, was gerade passiert. Aber es läuft alles so ein bisschen unter dem, ja, momentan Deckmantel der anderen Aufmerksamkeiten, die wir gerade weltweit haben, wo so geniale Sachen eben wie eine Erfindung des Soulphones momentan völlig in den Medien untergeht, oder zumindest die technische Möglichkeit. Und dieser, wie du eben sagst, dass man sagt, man hat die Möglichkeit, eben über den Dialog der Hände tatsächlich mit dem Verstorbenen Kontakt aufzunehmen. Hast du denn schon mal Fälle gehabt, wo jemand das versucht hat und der Verstorbene wollte gar nicht kommunizieren? Gibt es das auch? Habe ich nicht erfahren. Also das passt auch nicht in mein Glaubenssystem. Weil die wollen ja. Ja? Also zum Beispiel mein erster Mann, der da beim Fenster rausgesprungen ist, der ist auch, der ist auch ständig und meldet sich ständig und ruft da ständig rein. Ja? Und das Interessante auch da, habe immer gedacht, ich weiß nicht, also spinne ich da jetzt schon wieder? Ja? Und dann war ich bei einer weisen Frau und die hat gesagt, ja, er hat kurz bevor ich zu ihr gekommen bin, hat er sie angedockt und gesagt, das wäre doch was für die Michelle, ja. Und ich bin da gesessen, ich habe wirklich eine Ganzkörpergänsehaut gehabt. Ja? Also die melden sich und manchmal ist es auch wichtig, weil da noch ein gemeinsames Projekt offen ist. Also dieser Hirsch möchte gemeinsam mit mir etwas, ein Projekt fertig machen. Ja? Das ist ihm wichtig. Ich habe eh keine Zeit, aber offensichtlich ist das noch wichtig. Also da gibt es auch diese interdimensionalen Projekte. Ja, ich hatte, Michelle, ich weiß, was du gerade ansprichst, da fällt mir gerade ein Fall ein. Ich hatte eine Frankfurter Psychologin angerufen, bei der ist auch ein Mann aufgeschlagen oder hat sie besucht, der von einem Verstorbenen besucht worden ist, dem er die Wohnung verliehen hat oder der in seiner Wohnung gelebt hat, die er vermietet hatte und in seinem Fahrzeug, das er auch geliehen hat, sage ich mal, verunglückt ist. Der meldet sich und zeigt sich ihm und sagt, schau her, ich habe hier ein Blatt mit Zeichen drauf, du musst mir bitte diese Symbole alle abzeichnen, dann habe ich meine Aufgabe erlöst. Und dann sagt einer, ja, was habe ich denn davon, wenn ich dir deine Zeichen da abzeichne? Er sagt, ja, dann komme ich zu dir, wenn du stirbst, dann helfe ich dir auch. Also diese Fälle sind scheinbar auch, der hat es dann gemacht und seitdem ist dieser, sage ich mal, ja, Mann verschwunden und wird auch nicht mehr belästigt von ihm. Also da gibt es sicher so, also ja, interdimensionale Projekte, kann man sagen. Ich glaube, es wird auch mehr. Also ich kriege jetzt gerade durch, es wird auch mehr. Also ich glaube, dass die aktuelle Krise, ich sehe es als Riesenchance, einige weich klopft. Ja? Und wir wissen alle nicht, wie es nachher weitergeht. Aber ich glaube, es wird besser weitergehen. Und ich glaube, es tut uns allen gut, wenn wir einfach schauen,
Nämlich, das ist auch etwas, was der Aaron immer wieder sagt, nicht fragen, warum, sondern wozu. Ja? Warum ist mir das passiert, sondern wozu passiert mir das? Was kann ich daraus lernen? Ja? Also immer aus dem Herzen agieren, das ist auch nicht neu. Das hat Jesus gesagt. Ja? Das sagen also eigentlich alle Großen, Buddha natürlich auch. Ja? Oh, also Michelle, da muss ich dich kurz unterbrechen, da werden mir die Zuschauer wieder schimpfen, weil die sagen, ich lasse dich nicht aussprechen. Aber da fällt mir gerade ganz was Wichtiges ein. Ich habe einen kurzen Vortrag gehört von jemandem, weil das Problem scheint ja tatsächlich, wie du es schon angesprochen hast, in diesen anderen Ebenen, die andere Gerüche, andere Farben, andere Welten, anderes Dasein ist, die möchten jetzt mit dieser irdischen Welt kommunizieren, mit unserem, ja, mit unserer Syntax, mit unserer Sprache, mit unseren eingeschränkten Sinnen, egal, müssen wir das kommunizieren und transportieren, ist natürlich immer abstrakt und natürlich immer reduziert. So, da wäre dann mal eine interessante Frage auch für den Aaron. Kann es sein, dass zum Beispiel so jemand wie Jesus, der da ganz ja, oben auf einer ganz anderen Dimension hier runterkommt, der sagt, mein Königreich liegt nicht von dieser Welt, dass man sagt, wenn ich so weit, sage ich jetzt mal, schon in anderen Dimensionen unterwegs bin, dass ich da überhaupt keine Kommunikation, weder telepathisch noch sonst irgendwie herstellen kann, dann kann ich hier nur als Vermittler oder Kommunikator tätig werden, wenn ich in dieses System hinein inkarniere, damit ich die Sprache des Erwachsenen, die Kultur lerne und dann kann ich erst kommunizieren. Das kann ich von außerhalb gar nicht mehr machen. Also damals, vor 2020 Jahren ungefähr, möglicherweise, also ich glaube jetzt, es gibt ja Medien für Jesus Christus. Ich habe auch zwischendurch ganz starken Kontakt gehabt. Ich hab das eh erwähnt, das war ja interessant. Eine Weile war, also der Ron ist so, ist meiner, unter Anführungszeichen, ja. Und es hat eine Zeit gegeben, wo sich andere auch gemeldet haben. Da war ich sehr intensiv, habe jeden Tag 1, 2, 3 Trancen gemacht, weil das mich fasziniert hat. Und dann haben sich plötzlich andere auch gemeldet. Also jetzt können die jederzeit rein. Es muss nur halt jemand möglichst reiner Kanal sein. Und zum Beispiel interessant, Cryon channelt ja verschiedene. Ja? Da gibt es ja verschiedene Medien und auch mit sehr persönlicher Färbung. Also ganz, ganz interessant. Ja? Aaron, weiß ich nicht, ob es da andere gibt, aber ich glaube, es hat jeder im Prinzip so einen geistigen Begleiter oder Führer, ist ein blöder Name, geistigen Begleiter, würde ich meinen. Ja? Also ich glaube, wir brauchen nur, auch da kann der Dialog der Hände natürlich helfen. Ich habe es nicht gebraucht, weil das einfach über die Trancen entstanden ist. Und da war so dieser Dialog, aber vor allem diese Bilder, die da immer entstanden sind. Ich möchte, da wird es auch ein Buch geben, Visionen aus 1001 Trance, weil diese Visionen sind ja sehr allgemeingültig. Ja? Da gibt es zum Beispiel eine Phönix-Vision, eine wunderschöne, ja? Oder eine Herzpanzer-Vision. Zum Teil gibt es die auch als Meditationen schon. Aber das ist alles allgemeingültig und im Endeffekt kann es jeder. Ich glaube halt nur, dass es Menschen gibt, die leichter sich tunen können auf drüben. Und meine Erfahrung zeigt, dass die Alleingeborenen, also Menschen, die im Frühstadium einen Zwilling oder Drillinge verloren haben, halt, weil sie ja immer suchen, diese andere Hälfte, halt irgendwo die Antennen ausgestreckt haben, ja, ohne es zu wissen. Ich habe bis zu meinem 63. Lebensjahr das nicht gewusst. Ja. Ich habe das erst spät erfahren. Und heute sage ich, aha, deswegen, ja, weil damals, knapp nach meiner Medizinerzeit, war das wirklich, das war spooky, ja, weil das war so nicht lustig, weil man gedacht, ich spinne. Und natürlich haben es viele andere dann auch gesagt, aha, du hörst Stimmen, möchte nicht einmal zu einem Kollegen gehen und so, ja, also total verrückt, ja, das war nicht lustig, ja. Aber diese unendliche Liebe, die hat mich einfach zurechtgeritten, könnte man sagen, ja. Ja, mit einer dann, enormen Geduld. Ja? Das würde dann spannend, wenn wir die nächste Sendung machen, da reden wir ja direkt mit Aaron. Ne? Und da soll ich dann sagen, mal, ja, den habe ich sich schon bereit erklärt. Er sagt, okay, ich bin da gern bereit, euch hier auch ein paar Fragen zu beantworten und so weiter. Ja, ja. Aus seiner Perspektive auch auf das aktuelle Geschehen, dann machen wir gleich nächste Woche nochmal einen Termin aus. Das wird hochspannend, weil wie gesagt, diese Perspektive, die wir haben, ist ja ganz andere als mit natürlich diese geistigen, ja, also die Begleiter hier an Informationen haben, die haben einen ganz anderen Überblick. Ne? Kriegst du da immer wieder manchmal auch ein paar Trigger, und wo er dir praktisch eine Eingebung gibt, wo du gar nicht fragst danach und sagst, ach, jetzt habe ich eine Information bekommen, nach der habe ich gar nicht gefragt. Du, das Interessante ist, dass ich
im Nachhinein oft merke, wenn ich zum Beispiel in Seminaren oder in Webinaren oder in Beratungen, dass ich schon nicht mehr weiß, wo ich anfange und wo ich aufhöre. Also im Endeffekt ist es so, dass er dann oft, wie gesagt, er, sie, es ist kein er, ist eine ja, er-sie-Wesenheit, ja, dass Aaron quasi das Heft übernimmt und spricht. Ja, und aber es ist auch für mich kein Problem. Das Lustige war ja, als ich die Seth-Bücher gelesen habe in den 60er Jahren, als ganz junges Mädchen, da beschreibt die Jane Roberts, wie das angefangen hat. Und meine erste Reaktion, ich bin sehr freiheitsdurstig, ja, meine erste Reaktion war, also das würde ich nicht wollen. Stand überhaupt nicht zur Debatte damals. Ja, weil man ja denkt, man wird ja praktisch fremdbesetzt. Es kommt jemand, der über mich, sag jetzt mal, über mein Denken und mein Handeln, irgendwie plötzlich mir Informationen weitergibt, wo ich sage, würde ich es gar nicht. Ne? Natürlich, und vor allem, also für mich war es ja wirklich erschreckend als Medizinerin. Ne? So wie du sagst, also ich bin ja verbildet. Ich habe ja so viele Programme drin nach 6 Jahren Medizin, bist ja schon sehr geprägt. Also ich habe da eine Weile gebraucht, um mich eben zu fügen. Und das Lustige war, also ich hätte gar nicht gefragt, woher er kommt. Aber Freunde, manche haben ihn wahrgenommen. Und dann haben wir immer gesagt, na, wo kommt der eigentlich her? Und dann kam eben Venus assoziiert. Das ist nicht so, dass auf der Venus halt Mankerl herumspazieren, sondern Venus assoziiert, also an diesen Planeten, an die Planetenenergie auch. Und da gibt es ja diese wunderschönen 5-Sternbilder. Also spricht es extrem an, alles Venusische. Ja? Mhm. Und vor allem, also diese Liebesenergie, das ist etwas, was ich einfach nicht beschreiben kann. Aber ich hoffe, es kommt in der Energie rüber. Da werden wir auch noch mal fragen, dieses Venus assoziiert, das ist natürlich etwas, da haben wir lang, wo wir noch ja, daran beißen müssen, bis wir das verstehen. Vielleicht kann uns das noch besser übersetzen, weil wir unser irdisches ja, Denken haben, sagen, ja, ist vielleicht die Venus auch schon bevölkert, etc. Aber scheinbar in anderen Dimensionen, in anderen Ebenen ist hier ein anderes Leben unterwegs. Das ist ja auch etwas, was ich schon festgestellt habe, dass diese ganzen Planetensysteme in verschiedenen Existenzebenen auch besiedelt sind, in Anführungsstrichen, oder intelligent sind. Auch verschiedene Dimensionen haben. Und das, was mir jetzt noch eingefallen ist, bei diesem Übergang, es heißt ja immer, die Verstorbenen kommen uns entgegen und empfangen uns. Und in Wahrheit ist es so, dass wir im Übergang sie erst wahrnehmen. Die sind immer da. Also ein Aspekt von ihnen. Es ist nicht so, dass mein Vater jetzt den ganzen Tag da neben mir sitzt. Aber ein Aspekt von ihm ist jederzeit verfügbar, wenn ich den Wunsch habe, Verbindung aufzunehmen. Ja? Und jetzt natürlich, wenn man von ihm spricht, sowieso. Ja? Und da ist ein riesen Lächeln im Raum. Ja? Aber das heißt ja nicht, dass er nicht auf andere Aspekte von ihm sich weiterentwickelt, auf seinen Dimensionen, auch in mehreren parallelen Ebenen. Das ist ja, wir sind so wahnsinnig eingeschränkt in unserem Denken. Das ist eben diese linke Gehirnhälfte, ja? Die ist praktisch für den Alltag, keine Frage. Ja? Aber ja, also für das Transpersonale ist das nicht praktisch eigentlich. Ja? Da wäre ganz gut. Und da ist eben, so fürchterlich das klingt, aber da ist die Demenz oder der Abbau der linken Gehirnhälfte eigentlich sehr praktisch. Ja? Weil da dieser Kontrolleur, dieser straffe, perfektionistische einfach davon fehlt. Da gibt es ja auch das Phänomen der terminalen Geistesklarheit, dass ja Menschen, die kurz vom Tod, sage ich jetzt mal, plötzlich wieder bei vollem Bewusstsein sind, wo eigentlich ja, keine Schädigung mehr festzustellen ist, wo man dann als Mediziner sagt, ja, da darf man gar nicht drüber sprechen, weil das ist ja mehr wie ein Wunder, da haben wir wieder so Spontanheilung, wie auch immer. Es kann jemand Monate oder Jahre lang, sage ich mal, hier nicht mehr funktionieren, gehirnmäßig, und plötzlich ist es alles wieder völlig normal. Das geht natürlich nicht. Ne? Aber ja, in Wahrheit sind sie es ja während der Demenz total klar, aber eben nur mit einem winzigen Prozentsatz, weil ein Teil sie schon drüben herumschaut, ja, und so Kontakte aufnimmt. Aber ja, wenn es natürlich kein drüben gibt, sagt die Medizin, ja gut, der hat einen Defekt im Gehirn und da hilft auch kein Medikament und gar nichts, sondern das kann man auch nicht operieren. Und plötzlich ist der wieder völlig normal und dann schaut natürlich der Neurologe und die Mediziner, wenn sie die Sachen passieren. Du, Michelle, ja, vom Alexander Eben. Ja, den habe ich auch kurz wieder interviewt, der ist ja in meinem neuen Film auch Awareness mit drin.
wo auch dieses, sein Fall noch mal untersuchen hat lassen, auch mit den ganzen Röntgenbildern dazu, wo man sieht, da war gar nichts im Gehirn mehr aktiv und so weiter. Auch keine Simulation oder sowas, sondern er war tatsächlich eine Woche gar nicht da. Und er sagt, da kann man keine bewusste Erfahrung machen. Und auch mit seiner Hausschwester, da die Erfahrung gemacht, die er da drüben getroffen hat, hat gar nicht gewusst, dass die gibt und so Sachen. Ja, klar, aber ich denke, wir machen die Menschen schon auch Hoffnung und Hoffnung, die man auch verifizieren kann. Und das ist ja das Interessante, weil du gesagt hast, wenn man einen Kurs gibt und die Menschen dann das ausprobieren und plötzlich, ja, jeder hat oder viele haben eine Frage oder möchten noch was wissen von dem Verstorbenen oder wie auch immer. Oder vielleicht sogar von den geistigen Begleitern, mal mit dem sagen, okay, was ist mir da passiert, kannst du mir das erklären? Haben wir noch viel zu besprechen, oder, Michel? Ja, du, ich denke, es ist einfach eine Bewusstseinserweiterung, darum nenne ich das Buch ja auch so, ja, weil wir kriegen über den Dialog der Hände Bewusstseinsinhalte zugänglich, die wir mit im Schreiben mit der rechten Hand nicht zugänglich haben. Ich habe mir am Anfang gewehrt gegen diese Methode, weil man gedacht hat, mein Gott, ich habe ein Hirn und da gibt es den Balken, diese Verbindung. Das funktioniert doch als Einheit. Nein, funktioniert nicht als Einheit. Ja? Und diese Erweiterung, diese Bewusstseinserweiterung, eben im Dialog der Hände, wenn man sich richtig vorbereitet, ist faszinierend und ich kann das wirklich nur allen ans Herz legen. Es ist tröstlich, man kann zum Beispiel auch mit Körperorganen sprechen, ja? Man kann mit zum Beispiel auch noch nicht Geborenen sprechen, also Frauen mit einem unerfüllten Kinderwunsch sollen einfach mit dieser Seele dieses Kindes Kontakt aufnehmen. Vielleicht gibt es da irgendwas noch zu ändern, damit diese Seele bereit ist zu inkarnieren, weil wenn ein Wunsch da ist, ist auch eine Seele da und wartet. Ja? Also gibt es viele Möglichkeiten. Das ist ein ganz neues Thema, das haben wir überhaupt so nicht besprochen. Also, wobei der Hinweis natürlich gut ist, dass man sagt, ich kann nicht nur Dinge sagen, Fragen vom Verstorbenen, sondern ich kann auch Informationen abrufen zu aktuellen Lebenssituationen, zu aktuellen Lebensthemen oder ja eben, wie du gesagt hast, Kinderwunsch oder was auch immer. Ich kann auch meine weise Alte zum Beispiel kontaktieren. Also bei mir, ich möchte so die 90-jährige Michelle kontaktieren. Ja? Ich schreibe einen Brief in meine Zukunft und die antwortet ihr. Natürlich sagt die linke Gehirnhälfte, du bist vollkommen deppert. Ja? Das kann nicht sein. Aber die Tatsache ist, was rauskommt, ist faszinierend. Ja? Also, tolle Geschichte. Mit seinem zukünftigen Ich sprechen und sagen, okay, was habe ich denn in der Situation besser zu machen oder wie auch immer. Und dann sagt das zukünftige Nepomuk, ja, pass auf, da musst du da aufpassen und da musst du hier noch weiter öffnen und so weiter und so fort. Ja, also die Menschheit hat hier noch viel dazu beizutragen. Wir sind in unserer Evolution, geschweige denn kulturell, soziologisch oder wie auch immer, medizinisch und neurologisch und wissenschaftlich und wie auch immer, überhaupt noch nicht lang nicht am Ende. Wir können noch viele Erfahrungen machen und viele Austausch, aber dieses Wissen müssen wir natürlich auch immer wieder in verschiedenen Aspekten darlegen, darstellen. Und dann hatte ich das Gespräch auch sehr interessant mit dir, Michelle, heute wieder. Und wie gesagt, wir werden gleich für nächste Woche nochmal einen Termin vereinbaren und schauen. Vielleicht können auch die Zuseher dann ein paar Fragen an mich zusenden und fragen, okay, wo bekomme ich die Bücher? Oder ich mache auch die Links nochmal rein. Oder können sie dich kontaktieren? Da gibt es ja auch Kurse und Seminare, die können sie auch vielleicht buchen und machen, um das im 1-zu-1-Gespräch zu lernen. Ja, und ich freue mich schon auf diesen Aaron, was er uns alles zu berichten hat nächste Woche. Ja, er freut sich auch schon. Also dann, Michel, ich wünsche dir was. Danke dir, gell? Tschüss, tschüss.